Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute ein Format, was wir schon länger nicht mehr gebracht haben und das Ganze nennt sich natürlich Stadt, Land, Fußball. Wir haben uns 7 wundervolle Kategorien ausgedacht, in denen wir uns gleich duellieren werden, ganz gemäß den Stadt, Land, Flussregeln, die ihr kennt. Bevor ich die aber nochmal ein bisschen genauer erläutere, begrüßen wir erstmal unseren Gast, der liebe Luca ist wieder am Start. Was geht ab, alles gut? Yo, bei mir ist alles super, ich hoffe bei dir natürlich auch. Klar. Let's go, cooles Format, ich freue mich drauf. Wird spannend, erstes Mal für mich. Wir haben uns wie gesagt Kategorien ausgedacht. Die erste ist Verein, zweite ist Spieler. Ich glaube, das sind so die Standardsachen. Ich glaube, da zählen auch alle Spieler, aktiv oder inaktiv, ist eigentlich egal. Wichtig ist, da haben wir uns vorher auch noch nicht Gedanken drüber gemacht, der Danny hat damals gesagt, wie war das bei ihm? Er hat so eine richtig lost Regel gehabt irgendwie. Hertha BSC zählt für B, weil Berlin ja die Stadt ist. Das fand ich auch komplett lost. Also ich würde einfach sagen, der erste Buchstabe in einem Verein zählt. Also erster FC Köln wäre halt F, weil es halt FC Köln ist. Also muss man sich halt bei K was Besseres ausdenken. Okay. Also hätte ich jetzt gesagt, oder bist du da irgendwie gegen? Nö, das ist okay für mich. Okay, also der erste Buchstabe in einem Verein zählt. Spieler haben wir gerade gesagt. Dann haben wir als nächstes Fanartikel. Finde ich ultra geil. Ich würde sagen, da zählt das, wenn wir das auch beweisen können. Wenn ich jetzt sage, es gibt Kugelschreiber, da muss ich auch irgendwie gucken, dass irgendwie ich rausfinde, dass BVB auch einen Kugelschreiber verkauft. Weißt du, wie ich meine? Weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, Bilderrahmen und keiner verkauft einen Bilderrahmen. Dann weiter geht's mit Verletzungen. Da zählt alles, was man als Verletzung zählen kann. Also auch irgendwie Krankheiten oder so von mir aus. Schiedsrichter finde ich sehr, sehr wild, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Luca, aber ich kenne nicht so viele Schiedsrichter. Ist nicht so mein Gebiet, bin ich ehrlich. Aber wir sehen dann mal, wer da was macht. Dann haben wir noch Wettbewerb und als letztes Trikotsponsor. Das sind die 7 Kategorien. Wir haben 60 Sekunden Zeit, da so viel Leben reinzufüllen, wie wir eben können. Haben wir beide das Gleiche, gibt es einen Punkt. Haben wir beide unterschiedliche Sachen, gibt es jeweils 2 Punkte. Und hat einer was und der andere nicht, kriegt der 3 Punkte. Ist eigentlich, also diese 1 und 2 Punkte ist eigentlich irrelevant, weil wir eh nur 1 gegen 1 spielen, aber wir machen es trotzdem so, so haben wir es, glaube ich, letztes Mal auch gemacht. Und wenn du ready bist, würde ich sagen, wir starten auch rein mit dem ersten Buchstaben, oder? Trikotsponsor ist auch All-Time, oder? Trikotsponsor ist auch All-Time, ja, genau. Okay. Und was mir auch noch einfällt, Leute, ich weiß es ganz genau, der ein oder andere von euch schaut dieses Video und schaut meine Videos zum 812. Mal, aber hat noch nicht abonniert, macht das bitte gerne mal. Das hilft mir und auch dem Luca, weil dann können wir wieder mehr aufnehmen und so weiter und so fort. Das wäre sehr lieb. Ansonsten gerne Daumen hoch und jetzt starten wir rein mit dem ersten Buchstaben. Ich habe hier einen Zufallsgenerator, den schmeiße ich einmal an. Und dann gucken wir, was der erste Buchstabe ist. Dann sage ich 3, 2, 1, go und dann geht die Zeit auch sofort los. Okay? Okay. Also, ich mache schon mal den Timer einmal an, 60 Sekunden. Also, zufälliger Buchstabe ist N. 3, 2, 1, go. Stopp. Boah, 60 Sekunden ist geisteskrank wenig. Das ist echt sehr wenig, ja. Aber es passt an sich, finde ich, oder? Ja, also ich finde es auch lustig, weil da muss man sich halt echt krass schnell dran halten. Aber lasst uns gerne mal vergleichen. Wild, wild, wild. Also, was hast du bei Verein? Keinen. Ich habe Notts County, das fängt nämlich mit N an. Aber ja, das ist smart. Das heißt, das sind 3 Punkte für mich, würde ich sagen. Dann Spieler? Nilmar. Wer ist denn Nilmar? Kennst du die nicht? Nö, kenn ich nicht. Er ist FIFA-Legende. Nilmar? Ja. Tatsache, ich habe einfach Neymar. Ja, okay, geht auch, ja. Ich meine, wir brauchen uns ja jetzt nicht so krass Gedanken machen, dass wir was haben, was der andere nicht hat, weil es ja egal ist. Also kriegen wir beide 2 Punkte. Dann habe ich Fanartikel. Was hast du da? Nichts. Ich habe einfach mal irgendeinen Gegenstand aufgeschrieben, nämlich Nasenspray. Ich guck mal gerade, ob irgendwer Nasenspray verkauft. Also da bin ich mir jetzt sehr unsicher. Also safe nicht, oder? Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Gibt's anscheinend nicht. Okay, das heißt, da gibt's keine Punkte für mich. Mir ist halt kein anderer Gegenstand eingefallen. Dann haben wir Verletzung. Nasenbeinbruch. Digga, ich habe dasselbe. Echt? Ach krass, ja, okay. Ich wusste, beide ich ein. Gibt's auch Nierensteine? Nee, ne? Doch. Ja, das würde auch zählen. Es ist halt, ja, okay, ist halt eine Krankheit, weswegen du dann nicht kommen kannst. Ja, aber es ist, glaube ich, eher so was Chronisches. Steine war ich mir unsicher. Dann Schiedsrichter, hast du da was? Nee.
Ich auch nicht. Also Schiri ist, glaube ich, eine krasse, krasse Dings, krasse Kategorie. Dann haben wir Wettbewerb. Hast du da was? Nee. Boah, ich auch nicht. Und Trikotsponsor. Ich habe die ganze Zeit nur an Nivea denken können, weil die ja immer die Nationalmannschaft so ein bisschen gesponsert haben. Aber ich glaube, es ist halt auf keinem Trikot vorne Nivea drauf, ne? Also fällt mir jetzt auf die Schnelle auch nichts ein, tatsächlich. Ich gucke mir mal gerade da die Bilder an. Nee, das sind halt alles diese Trikots, die man damals gewinnen konnte. Es gibt halt dieses Nivea Yogi Löw Trikot, aber das zählt halt safe nicht. Also es muss schon auf einer richtigen Mannschaft sein. Ich glaube, die haben irgendwie in der Baller League gesponsert auch. Ja, aber ja, das stimmt. Das zählt aber für mich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also kriege ich auch dafür keine Punkte. Ich habe da Nürnberger Versicherung. Oh, das gibt drei. Das gibt drei, das ist stabil. Die sind doch bei Nürnberg drauf, ne? Die sind bei Nürnberg drauf. Nach Runde 1, Luca 6 Punkte, ich habe ebenfalls 6 Punkte. Richtig geil war das jetzt aber auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ist aber auch knifflig, aber ist gut mit diesem Zeitding, glaube ich. Das ist dann... Ich finde es auch cool, also da, weil sonst hast du halt zu lange Zeit zu überlegen. So können wir halt immer als Ausrede nehmen, ja, wir hatten ja nur 60 Sekunden, kein Plan, dass ich da nicht auf Neymar gekommen bin. Stehen wir besser da im Endeffekt. Genau, genau. Wir haben auch gar nicht gesagt, wie viele Kategorien wir machen. Ich hätte jetzt gesagt 5 Kategorien. Also 5 Kategorien sage ich, 5 Buchstaben. Yes, gehe ich mit. Easy. Dann würde ich sagen, ich schmeiß wieder den Generator an und dann geht auch direkt wieder die Zeit los. Also, nächster Buchstabe ist der Buchstabe B. Wir starten rein in 3, 2, 1, go. Stopp. Ja. Yeah. Aber weil ich alles hab und nicht, weil die Zeit abgelaufen ist. Hey. Du hast alles? Ja, ich hab alles. Ach krass, ja, okay. Das war eine gute Runde, das war eine richtig, richtig gute Runde. Ja, okay. Da werde ich wegziehen mit dieser Runde. Auf geht's. Starten rein mit Verein. Bayern München. Die Bolton Wanderers. Okay. Tatsächlich würde Bayern München auch eigentlich nicht zählen, ne? Weil habe ich ja eben gesagt, das ist halt FC Bayern München. Ach, aber FC, also da auch diese Abkürzungen zählen davon. Wir machen es so, dass es jetzt für dich zählt, aber ich würde sagen, ab der nächsten Runde zählt es halt nicht, weil sonst hätte ich ja, weiß ich nicht. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, okay. Aber wir machen trotzdem, jeder kriegt jetzt hier 2 Punkte, würde ich sagen. Das ist nett von dir, danke. So, Spieler. Redlow. Benzema, jeder 2 Punkte. Fanartikel. Habe ich nichts. Brotdose, gibt's safe Brotdosen. Ja, das könnte sein, ja. Wie, das könnte sein? Als Kind hatte ich sogar eine. Also, come on. Bei uns im Süden heißt es Feschperbox, aber ja, es ist eine Brotdose. Wie heißt es? Feschperbox. Oh mein Gott, Alter. Brotdose hat halt 3 Silben. Feschperbox hat auch 3 Silben. Nee, Feschperbox. Doch, hat auch 3 Silben. Scheiße, aber es klingt irgendwie viel länger. Okay, Verletzung. Brustkorbprellung. Bandscheibenvorfall. Geht, glaube ich, beides fit, oder? Ja. Schiedsrichter. Ruhig. Brand. Benjamin Brandt heißt der, glaube ich, ne? Gibt's den nicht? Warte mal. Bestimmt. Doch, sehr. Nee, der heißt aber nicht Benjamin. Wie heißt der mit Vornamen? Ich habe nur Brandt aufgeschrieben. Also meiner heißt Felix Brüch. Ja, doch, Benjamin Brandt, tatsächlich. Schade. Benjamin Brandt, deutscher Schiedsrichter. Wo, ist der noch in der Bundesliga-Ebene? Weiß ich gar nicht. Naja, gut, kriegen wir also auch beide wieder 2 Punkte, richtig? Ja. So, dann Wettbewerb. Bundesliga, jeder einen. Und Trikotsponsor? Habe ich keinen. Barmenia. Ach, verdammt. Let's go, stark. Ey, Junge, das heißt, ich habe souveräne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 Punkte, wenn ich mich recht entsinne. Dann habe ich 9. 9 ist aber auch stabil. Du bist bei 15, ich bei 21. Da ist ja noch alles drin, würde ich sagen, nach Runde 2. Jo, aber das war sehr, sehr wichtig. Das war sehr, sehr wichtig für mich. Das war stark, auch ein guter Buchstabe. Vor allem auch von dir tatsächlich, ja. Danke. Ich würde aber sagen, wir gehen direkt weiter im Text. Nächster Buchstabe ist R. Und wir starten rein in 3, 2, 1. So. Wenn du den Verein jetzt das erste Boah, stopp, das war nicht gut. Das war keine gute Runde von mir. Ja, also ja, bei mir ist das schwierig, ja.
Also das Ding ist, manchmal hast du halt einfach so ein krasses Brett vorm Kopf und das löst sich halt auch innerhalb von 60 Sekunden halt ja, nicht, ne? Ja, das ist das Problem. Junge, wir starten rein. Verein, wen hast du da? RCD Mallorca. Ich habe RC Straßburg. Das heißt, wir kriegen beide zwei Spieler. Ronaldo. Renault. Kriegen wir auch beide zwei. Fanartikel. Was hast du da? Nix. Ich habe ein Rasenmäher. Was gibt's das? Weiß ich nicht, ich schau mal. Rasenmäher. BVB Rasenmäher. Es gibt ja auch so einen Grill und so, deshalb dachte ich mir, ja, nee, warum eigentlich? Das gibt's wirklich. Echt? BVB hat eine Partnerschaft mit Stieger. Stieger, Rasengeräte von Stieger. Die sind auch gelb, aber ist das dann ein Fanartikel eigentlich? Also ich dachte, vielleicht ist so einer gebrandet irgendwie. Das hätte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen können. Ja, voll, voll. Der neue BVB-Fanwear von Alko, natürlich in den Vereinsfarben schwarz und gelb, ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern überzeugt auch mit seiner Ausstattung. 2014. Ja, dann gib ihm. Das zählt sowas von. Drei Punkte für dich. 150 Euro im AL-Online-Shop, als auch bei ausgewählten Händlern und Partnern, sowie bei den BVB zum Preis. Jawohl! Ja, gutes aber Ding. Nehmen wir mit. Dann doch drei Punkte für dich, dann Verletzung. Ringfingerbruch. Ja, I guess. Ich habe Rheuma. Ist halt Rückenschmerzen, das gibt's ja schon. Machen wir beide zwei. Schiedsrichter? Habe ich keinen. Habe ich auch keinen. Wettbewerb? Russische Liga. Also, du musst schon den richtigen Namen sagen. Heißt die so nicht übersetzt? Nee, die heißt so nicht. Wie heißt die denn? Die heißt Russian Premier League. Ja, okay. Ja. Das ist nämlich meiner, aber komm, wir geben es dir. Wir machen beide einen. Nee, das ist ja Quatsch von mir. Also ich habe gedacht, vielleicht heißt die einfach nur Russian League oder so, aber ich habe ja dann auch nicht den richtigen vollständigen Namen gesagt. Ich habe Russian Premier League oder Premier Liga hingeschrieben. Dann kriegst du das, das ist fair. Okay, das ist ja nett von dir. Und Trikotsponsor? Hab ich keinen. Da habe ich auch keinen. Boah, das war aber keine gute Runde. Das heißt, der Abstand bleibt gleich. Wir holen uns beide 9 Punkte. Es geht in die vorläufig vorletzte Runde. Kann auch sein, dass es unentschieden ist. Da müssen wir noch einen Decider machen. Also, nächster Buchstabe kommt jetzt und ist O. 3, 2, 1, go! Boah, nicht gut. Nicht gut. Stopp. Okay. Obwohl, ich habe eigentlich fast alles, aber ich weiß nicht, ob die Liga so heißt. Naja. Das weiß ich auch nicht. Okay. Wir starten rein. Verein. OSC Lille. Olympique Marseille. Sind beide zwei. Spieler. Omlin. Onisivo. Beide zwei. Fanartikel. Ostereier. Gibt's das? Hundertprozentig, oder? Also so bemalt? Okay. Also ich gehe davon aus. Ich hab Ohrringe, das gibt's auch 100%. Ja, gehe ich mit. War ziemlich hässlich. Ohrstecker VfB. Junge, wer nimmt das, Alter? Ja, ich. Oh Mann. Okay, no disrespect, falls ihr das gerade anhabt, kein Problem. Schiedsrichter? Habe ich keinen. Habe ich auch keinen. Wettbewerb? Du hast Verletzung vergessen, oder? Oh, stimmt, Verletzung, ja. Habe ich auch nichts. Habe ich auch nichts. Dann Wettbewerb? Österreichische Bundesliga. Ja, aber die heißt so, ne? Weil ich hab's auch 1-1 so. Die heißt so, ne? Österreichische Bundesliga. Gucken wir mal gerade. Die heißt nicht Admiral-Bundesliga, das heißt, wir kriegen beide nichts. Ja, okay. Die wurde aber dann umbenannt. Ja, ich glaube auch. Aber 0 Punkte für uns beide. Und Trikotsponsor? Opel. Opel, Nummer 1. Aber das war eine schlechte Runde. Ich hab 6, du dann auch, ne? Ne, 7, sorry, 7. 7 haben wir, ja. Das heißt, ich bin tatsächlich, wir haben jede Runde gleich gehabt, außer die zweite, und ich bin 6 Punkte vor. Das kann man schaffen. Das kann man schaffen. Letzte Runde. Wir starten rein. Buchstabengenerator läuft und kommt raus auf S. Ich muss einmal den Timer wieder starten. 3, 2, 1, go. Stopp. Okay. Boah, ich war schnell. Ich war schnell. Das ist der Sieg, Leute. Das ist der Sieg. Hast du einen Schiedsrichter? Ja, klar. Ich lade rein. Verein. SV Sandhausen. Sehr gut. Start Brest ist bei mir. Kriegen wir beide zwei. Spieler. Sommer. Paolo Sergio.
Auch beide zwei. Fanartikel. Sonnenschirm. Alter, Sonnenschirm ist geil. Sporttasche habe ich. Das ist ein bisschen langweilig, aber zählt das. Ja, gibt nur einen Punkt. Ja, okay, fair. Verletzung? Schienbeinbruch. Syndesmosebandriss, Junge. Oh Gott, ja, okay. Schiedsrichter. Habe ich keinen. Tobias Stieler. Ah, stimmt. Ich war mir nicht sicher, gibt's nicht auch Sippel? Oder ist das nur der Sippel Torwart? Ist der zweite Keeper von Gladbach oder der dritte Keeper. Nur der Torwart gewesen, ne? Ja, okay. Moment, stimmt, der ist ja gewechselt zu Lautern, glaube ich, ne? Oder? Das müssen wir jetzt einmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nachgucken. Tobias Sippel, ist er nicht zu Lautern gegangen, wieder zurück? Also, nee, ist er nicht. Auf jeden Fall nicht. Der sollte, glaube ich, zu Lautern zurück und ist dann, hat dann nicht geklappt oder so, ne? Ja, nee, der ist noch bei Gladbach. Wettbewerb. Super League. Super League, kriegen wir beide ein. Und Trikotsponsor? Samsung. Siemens, kriegen wir auch wieder beide zwei. Wundervoll. So oder so, ein klarer Sieg für mich. Ich würde aber sagen, wir tragen das Ganze rüber auf deinen Kanal. Falls ihr das Video noch nicht geschaut habt, schaut da gerne vorbei. Wir nehmen dieselben Kategorien, aber andere Buchstaben und schauen mal, wer da der Gewinner sein wird. Ansonsten, lasst wie gesagt gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, falls ihr Bock auf mehr solche Videos habt. Schaut auch bei Luca vorbei, ganz, ganz lieber Typ. Und weil er so lieb ist, geben wir ihm jetzt auch das letzte Wort. Es macht nicht viel Spaß zu verlieren, trotzdem ist verdient. Schiedsrichter, unfassbar schwierige Kategorie. Geiles Format, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Gut.